Das jähe Ende einer Ballonfahrt. In 20 Metern Höhe hängt das Gefährt, in dem 4 Menschen hilflos gefangen waren. Eigentlich wollten die Insassen ja zur Kieler Woche, aber vor den Erfolg hatten die Götter ein Gebüsch gepflanzt. Wir sind hier über dem Wald in eine Böe geraten, eigentlich schon kurz vor der Landung. Und die Böe hat uns in den Wald gedrückt und wir sind oben in den Baumwipfeln hängen geblieben und konnten nicht mehr weiter, weil sich die Hülle oben in den Bäumen verfangen hat. Trotz Funkgerät war keine Hilfe zu bekommen, denn wo sollen die Retter auch hinkommen, wenn man nicht mal weiß, wo man ist? Erst als ein Jägersmann zufällig vorbeikam, keimte wieder Hoffnung auf. Wir konnten uns sagen, wo wir waren, weil wir keine Koordinaten hatten. Naja, und dann ging das nachher zügig, kam die Feuerwehr und noch so ein paar Leute. Durch unwegsames Gelände hatte die Feuerwehr die Rettungsleitern schleppen müssen, bevor die Bergung aus Baumnot beginnen konnte. Die ganze Aktion hat etwas länger gedauert, aber trotz allem haben wir die Person unversehrt herunterbekommen. Am Ende waren dann alle ziemlich erleichtert. Wer in Zukunft in einen Ballon steigt, sollte wissen, runter kommen eben doch nicht alle.